Und damit willkommen zur zweiten Folge des Zuschauer des Jahresturniers. Es geht weiter, wieder sehr viele gute Matches. Wir gucken rein. Doch bevor es losgeht, gibt es noch einen kleinen Vorfall, denn ich wurde vor der Show hinterrücks attackiert im Parkinglot. Das bedeutet natürlich nichts Gutes für mein Match später am Abend. Ich habe zwar noch ein bisschen Zeit, aber das ist trotzdem nicht gerade gut. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr erkennen konntet, wer mich da attackiert hat. Und im Opening Match trifft Nihon auf Lux GHG. Und ja, ihr habt das richtig gesehen, mit Lux GHG kam Robert Root zum Ring. Ich weiß nicht ganz, was es damit auf sich hat, aber wir haben ja versprochen bekommen, dass wir heute von Robert Root was hören, was das letzte Woche war. Scheinbar haben er und Lux eine kleine Partnerschaft eingegangen. Hier geht es gleich in eine Submission. Nihon hängt hier direkt fest. Muss er hier schon aufgeben? Nein, er rollt sich raus, kämpft sich frei. Lux muss hier nochmal neu ansetzen. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil jetzt hier für Lux, dass sie nicht alleine am Ring steht. Nihon lehnt an den Seilen. Lux, was hat sie jetzt vor? Oh, drückt hier die Brust von Nihon auf die Seile drauf. Wieder Lux in der Oberhand. Jetzt aber der Konter von Nihon. Und es gibt die Clothesline, aber Lux bleibt einfach stehen. Nihon versucht direkt nachzusetzen. DDT-Ansatz wird gekontert. Und wieder der Konter, diesmal aber von Nihon. Lux wollte irgendwas durchbringen. Nihon kontert wieder aus. Lux, Second Rope. Und es gibt die Clothesline, sehr schön. Und was? Oh, jetzt soll er schon kommen. Sit-Out, Chokeslam von Lux. Ja, sie musste ja schon eine Niederlage einstecken, eine zweite kann sie sich nicht erlauben als Subcup-Siegerin, aber Nihon kickt aus, damit muss Lux noch weiterkämpfen. Oh, Konter hier von Nihon wird weggeschubst von Lux und jetzt soll er durchkommen. Der Finisher von Lux kommt durch, es gibt das Cover und 1, 2 und oh, Nihon kickt nochmal aus, okay. Dachte ich ehrlich gesagt nicht so viel, wie er schon einstecken musste. Top Rope, Lux mit einem Elbow Drop und jetzt geht's in eine Armbar. In der Armbar gegen Nihon, kann er hier noch rauskommen oder war es das schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich kann nicht einschätzen, wie verletzt sein Arm ist. Nee, er kann sich noch rausrollen, kämpft sich frei, schlägt Lux schön ins Gesicht. Aber Lux ist das egal, es gibt den Neckbreaker. Elbow Drop und jetzt soll es wieder etwas geben. Nihon kontert aus, wird weggeschubst, packt sich jetzt Lux, schickt Lux gegen den Turnbuckle. Jetzt sehen wir auch mal ein bisschen Offensive von Nihon hier. Robert Root kann nur zuschauen. Und es gibt Double, oh schön, die Double Fist ins Gesicht von Lux und gleich Strikes hinterher. Nein, Lux kontert aus, rollt sich durch, gibt die Ellenbogen ins Gesicht. Und zum zweiten Mal soll er kommen, der Finisher von Lux kommt durch. Reicht er diesmal? 1, 2 und die 3 und Nihon steckt seine zweite Niederlage ein, aber Lux gewinnt. Und im nächsten Match treffe ich auf Hardcore. Okay, damit geht's los. Ich bin leider leicht angeschlagen. Leichte Verletzungen durch die Attacke am Anfang der Episode. Aber jetzt schauen wir mal, wie gut ich mich hier schlagen kann gegen Hardcore. Der hat bereits einen Sieg eingefahren. Damit könnte er sich, wenn er hier wieder gewinnt, auf jeden Fall schon mal an die Spitze der Tabelle sichern. Oder besser gesagt befördern. Sich die Spitze der Tabelle sichern. Ihr wisst, was ich meine. Headbutt hier direkt. Er hatte ja für mich das Match of the Night in der letzten Folge gegen Banjo im Main Event. Das war auf jeden Fall ein Klassiker, falls ihr den nicht gesehen habt. Schaut euch auf jeden Fall die erste Folge an. Es gibt den Splash vom Top Rope. Kann Hardcore jetzt hier gleich nachsetzen? 1, 2 und war der knapp schon. Ich hatte zwar etwas Zeit, mich zu erholen, aber naja gut, eine Attacke ist eine Attacke, es gibt wieder den Headbutt. Wieder Headbutt, diesmal ausgewichen von mir. Ich komme mit dem Big Boot, Hardcore bleibt einfach stehen. Und Samoan Drop, wunderschön. Wieder der Headbutt und jetzt geht's direkt in den Camel Clutch. Die Submission ist angesetzt, ich sehe leider nicht, ob ich struggle oder nicht. Durch die Verletzung müsste es eigentlich sehr unangenehm sein, aber ich kann mich noch durchkämpfen. Sehr schön, ich befreie mich aus der Submission. Und jetzt werde ich hier weggeschubst. Hardcore konzentriert seine komplette Attacke auf meinen Kopf. Hier der Headbutt kann ausgewichen werden. Wieder aber weggeschubst. Und wieder geht Hardcore auf den Kopf. Knee Drop. Oh, jetzt kann ich mal kontern vielleicht. Aber nein, ich bin zu langsam. Oh, doch, nee. Ich schaffe was. DDT, sehr schön. Oh, Big Boot. Und diesmal faltet es Hardcore zusammen. Vielleicht habe ich ja doch noch eine Chance in diesem Match. Vielleicht habe ich ja doch noch eine Chance. Ich roll ihn hier durch. Es gibt den Kick. Und direkt in den Finisher. Direkt in den Leglock. Ich weiß nicht ganz, ob die Beine von Hardcore so verletzt sind. Aber ich versuche auf jeden Fall mein Glück. Aber Hardcore kann sich natürlich befreien und kontert mit Tritten gegen den Kopf. Was soll hier kommen? Egal wie. Ich konter. Kann mich befreien. Schöne Kick-Kombo. Jetzt geht es, glaube ich, auf die Finger. Und nochmal auf den Rücken. Und Cover. Kann man mal machen. 1, 2 und Kick-Out. Und der Finisher? Sag mal. Was, okay, er kommt diesmal durch. Scheinbar kommt er diesmal durch. Ticket to Hell, mein Finisher. Ich habe mich ziemlich gut zurückgekämpft, da kann man nichts sagen. 1, 2 und Hardcore verliert. Das war überraschend. Das hätte ich nicht erwartet, aber scheinbar habe ich die Verletzung gut weggesteckt. Okay, was passiert jetzt hier? Ein fantastischer Sieg, sagen die Kommentatoren. Ist hier alles cool zwischen den beiden? Es sieht ganz so aus. Okay, Hardcore appreciated meinen Sieg. Finde ich gut. Nett von Hardcore. Dankeschön. Jetzt trifft Deles auf Bukterion.
Weiter geht's in Gruppe A mit diesem Kampf hier zwischen Bukterion und Delis. Beide haben schon einen Sieg einfahren können. Wer kann sich jetzt hier den zweiten gleich sichern? Das wird jetzt hier interessant. Delis schickt Bukterion direkt mal in die Ecke und bearbeitet den Kopf von Bukterion. Der zweite Ellenbogen sitzt auch. Ja, Konter, der Kick von Bukterion. Aber Delis Luther's Press und schlägt hier ins Gesicht von Bukterion. Was kommt jetzt hier? Second Rope Moonsault, sehr schön, der trifft diesmal. Im letzten Match konnte er nicht treffen, jetzt wird hier gekontert von Delis. Was zum Teufel ist jetzt hier schon wieder los? Und wieder einmal, niemand, der zu sehen ist. Ich kann mir vorstellen, wer dafür daran schuld ist. Lux fällt mir jetzt hier als erstes ein. Und jetzt kommt hier Bukterion, der packt sich Delis, packt ihn an die Seile. Und was kommt jetzt hier? Bukterion hat Delis, Back Body Drop, sehr schön. Dass sich auch immer niemand zeigt, wenn man ablenkt. Also ich verstehe, okay. Warte mal, das Match geht gerade mal 2 Minuten. Bukterion, willst du das gleich beenden? Und es gibt die Black Mass. War es das schon? 1, 2 und Kickout. Okay. Da war Delis wohl gescheit abgelenkt. Bukterion setzt gleich nach. Second Rope. Was soll hier kommen? Es gibt den Moonsault. Sehr schön. Es soll eine Submission geben. Wird gekontert von Delis. Der muss sich jetzt hier irgendwie zurück ins Match finden. Schlägt jetzt hier auf Bukterion ein, der an den Seilen hängt. Und es gibt den Dropkick. Bukterion jagt es nach draußen. Und oh, Shooting Star Press auf der Außenseite. Und noch einer, aber diesmal kriegt Bukterion die Knie hoch. Delis kommt zurück in den Ring und das Match verlagert sich wieder zurück in den Ring. Das freut mich. Und jetzt gibt's den Armdrag. Und jetzt wird hier auf Delis in der Ecke eingetreten. Und oh, der choked ihn an der Ecke. Ja, weiß nicht, ob das so gut ist. Delis wieder mit dem Konter. Jagt Bukterion auf die Matte. Oh, er ist bereit. Bukterion ist jetzt vielleicht ganz leicht in Gefahr. Delis will seinen Blockbuster durchkriegen. Macht er auch. Geht direkt in ein Cover. 1, 2, Kickout. Jetzt könnte es aber schon zum Ende kommen. Delis ist bereit. Es gibt den From the Heavens Frog Splash gegen Bukterion. Der Finisher von Delis. 1, 2 und die Kickout von Bukterion. Ich habe das Gefühl, in diesem Turnier wurden knappe Kickouts einfach studiert. Wieder Back Body Drop. Diesmal aber von Delis gegen Bukterion. Ein paar Schläge zusätzlich verteilt. Delis, ich weiß nicht, was er vorhatte. Er wird ausgekontert von Bukterion. Durch die Schläge blutet jetzt auch Bukterion an der Nase. Oh, das ist egal. Half Boston Crab. Delis ist ganz knapp an den Seilen, es ist aber kein Rope Break. Ist das vielleicht die Aufgabe? Bukterion zieht ganz schön an, das Blut richtig in den Augen drin, das ist nicht so geil. Aber er lässt los. Warum hat Bukterion hier losgelassen? Ich bin mir sicher. Wegen dem Black Mass, den er jetzt hier zum zweiten Mal durchkriegt. Das könnte es jetzt gewesen sein. 2 Black Mass übersteht normalerweise niemand. Bukterion gewinnt. Und im nächsten Match trifft Banjo auf Paul. Und das Match beginnt zwischen diesen beiden Leuten hier. Beide mit einer Niederlage gestartet und direkt der Finisher gestartet hier das Match. Was zum Teufel? Da verlerne ich sogar schon das Sprechen. 1, 2 und Banjo kickt ganz knapp aus. Und Paul setzt nach. Sehr schönes Senden. Will nochmal nachsetzen. Wird ausgekontert mit einem Jawbreaker. Und Clothesline ausgekontert. German Suplex. Die beiden sind schnell. Die beiden können mit einem gewissen Tempo arbeiten. Es soll wieder die Senden geben. Diesmal weicht Banjo aus. Und, oh, als Bestrafung sollte es den Angle Slam geben, aber der wurde ausgekickt und dafür gibt es jetzt die Clothesline für Paul. Nicht ausgekickt, ich meine ausgewichen. Was zum Teufel ist mit meinem Kopf los? Das Match ist zu schnell, dass ich nachkomme. Banjo, Top Rope. Paul kommt aber auf die Füße. Banjo überlegt sich's nochmal, trifft trotzdem. Oh, wird ausgekontert. Und jetzt befördert Paul Banjo aus dem Ring raus. Das war schmerzhaft. Zurück in den Ring für Banjo. Und es soll zum zweiten Mal direkt den Finisher geben. Was ist denn das hier? Paul. Zum zweiten Mal, er rennt an. Es gibt den Kick, nein, gibt's ihn nicht. Es gibt die Ausweichen und den Elbow Drop von Banjo hier. Und weil es so schön ist, gibt's jetzt dafür aber den Angle Slam. Der Finisher von Banjo kommt durch. Wieder richtig fast-paced Action. Banjo liefert hier die Banger in den Shows und, oh mein Gott, war das knapp. Sein Main Event Match in der letzten Folge war schon richtig gut. Und das hier ist auch sehr gut. Jetzt gibt's hier Neckbreaker, gefolgt von einem, oh, sehr schönen Suplex. Banjo kommt wieder auf die Beine. Es gibt die Clothesline, wieder verfehlt er sie. Und jetzt, was kommt denn bitte jetzt? Oh, es geht in die Submission. Arm-Submission hier von Paul. Muss Banjo hier tappen? Nein, er schafft es zum Seil. Sehr gut. Aber trotzdem setzt Paul das Cover an. 1, 2 und Banjo kickt aus. Paul bewegt sich in Richtung Top Rope. Was kommt hier? Paul kommt angeflogen. Es gibt, oh, den Blockbuster, wie schön. Und es gibt den Schlag ins Gesicht von Banjo. Und jetzt soll er kommen. Zum zweiten Mal. Das erste Mal hat geklappt, hat nicht gereicht. Das zweite Mal wurde ausgewichen. Und beim dritten Mal kann das landen. Der Kick von Paul, der Finisher, kommt durch. Und Banjo legt sich erneut schlafen. Paul kriegt den Sieg. Wieder ein Banger. Jetzt müssen wir aber nochmal kurz Backstage schalten, denn wir haben eine Antwort, was das letzte Woche von Bobby Roode war. Bobby Roode sagt, ich habe gesehen, wie irgendein Knecht versucht hat, Lux das Match zu kosten. Das kann ich natürlich nicht einfach passieren lassen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden einzugreifen, um das Match fair zu machen. Wer auch immer das war, ich werde es herausfinden und mich persönlich um dich kümmern. Und das wird glorious. Natürlich muss er seine Catchphrase reinbekommen, aber dann bin ich mal gespannt, was Robert Roode noch vorhat.
und Gruppe A wird heute abgeschlossen von Star Trek gegen Pinguin Dave. Dann wird das hier das letzte Match für die Gruppe A heute in dieser Folge. Wir schauen mal, wer kann sich einen Sieg holen. Star Trek muss ja eine Niederlage einstecken. Dave konnte siegen in der letzten Folge. Schauen wir mal, wer jetzt hier einen weiteren Sieg oder vielleicht sogar einen ersten Sieg hinzufügen kann. Schöner Back Elbow hier von Star Trek. Und Dave kommt angelaufen. Sehr schön gemacht. Dave und Star Trek ja beide bekannt dafür, ein bisschen langsamer zu arbeiten. Und jetzt geht's erstmal in die Ecke. Geblockt von Star Trek. Schöner Kick. Dave wehrt sich, schlägt hier Star Trek jetzt ins Gesicht. Konter von Star Trek. Und es geht nach oben in die Power Slam Position. Kriegt sie ihn auch durch? Ja, kriegt sie. Star Trek wird wieder geblockt. Ellenbogen ins Gesicht. Star Trek versucht hier die Power ein bisschen zunutze zu machen. Und jetzt schickt hier Star Trek Dave in die Seile rein. Und jetzt geht's aggressiv aufs Bein von Dave. Was hat Star Trek hier vor? Oh, sehr schön gemacht. Wirft Dave einfach nur rum. Als wäre es nichts, als würde Dave nichts wiegen. Dave schickt Star Trek in die Ecke. Oh, wird ausgewichen. Star Trek packt sich jetzt hier Dave. Sehr schöner Power Slam. Es geht ins Cover nach diesem Reverse Power Slam. 1, 2 und Kickout. Ja, da muss Star Trek auf jeden Fall noch ein bisschen was zeigen. Zum Beispiel diese Clothesline hier. Und jetzt kommt ihre bekannte Move-Abfolge. Sehr schön. Einfach über die Schultern drüber geschmissen. Und jetzt gibt's noch den Atomic Drop. Nein, Spinebuster. Jedes Mal falsch. Und weil's so schön war, kommt's jetzt hier zum Power Slam von Star Trek. Wieder der sehr, sehr sichere Pin von Star Trek hier. Reicht er aus? Nein, tut er nicht. Wieder die Power von Star Trek hier. Dave kontert. Und was hat er jetzt vor? Spinebuster! Jetzt zeigt auch er mal den Spinebuster, den er drauf hat. 1, 2, das hat das letzte Mal gereicht. Reicht diesmal nicht. Wenn der durchkommt, könnte es aber gefährlich werden. Dave ist bereit. Es gibt den DDT, sein Finisher. Er kommt durch. Dave ist bereit. Dave ist im Cover. 1, 2 und die... Nein! Der Kickout. Dave schickt Star Trek übers oberste Ringseil raus. Und jetzt gibt's hier einen Ficker vor Leglock auf der Außenseite. Bringt natürlich nichts, hier kann nicht aufgegeben werden. Aber den Beinen schadet es trotzdem. Star Trek wird jetzt auch nochmal hier gegen die Treppe geschickt. Star Trek kommt jetzt aber auch mal wieder zurück in den Ring. Es verlagert sich wieder zurück. Die Frage ist, wer kann hier direkt die Oberhand gewinnen? Scheinbar Star Trek. Star Trek, was, oh, ich weiß, was jetzt kommt. Vom Second Rope den Splash. Und der sitzt perfekt. Der landet sehr gut und der könnte hier zum Sieg reichen. Star Trek im Cover. 1, 2 und die 3. Nein. Okay, ich bin mir manchmal einfach zu sicher. Dave kämpft. Oh, kontert sogar. Elbow Drop. Und er bleibt im... Oh, er bleibt direkt im Pin. 1, 2 und... Oh Gott, war das knapp. Und jetzt... Aber jetzt ist doch zu Ende, oder? World Strongest Slam Nummer 2. Nee, ist noch nicht zu Ende. Es gibt noch den Splash vom Second Rope, aber jetzt muss es vorbei sein. Das war's mit Dave. Star Trek ist... Hiermit die Siegerin. Und im Main Event der heutigen Folge trifft The Real Davoido auf Prade. Und es geht los mit dem Main Event. Ich bin wahrscheinlich wieder mal sehr oft übersteuert heute. Schöner Codebreaker direkt von Davoido. Davoido und Prade. Beide mit einem Sieg. Mal schauen, wer jetzt hier einen zweiten einfahren kann. Davoido hier mit dem Double Axe Handle ins Gesicht von Prade. Die einzige Person, die bis jetzt 2 Siege hat, ist Bukterion. Einer von den beiden kann hier nachsetzen. Prade tritt jetzt hier auf den Arm von Davoido drauf und setzt direkt mit Schlägen ins Gesicht von Davoido nach. Und Davoido mit einem Dropkick gegen das Bein von Prade. Elbow Drop wird ausgewichen. Prade mit einem Kick und ein paar Schlägen gegen Davoido, sehr schön. Und Davoido kontert aus. Double Stomp aus der Standing Position. Und direkt ein Cover hinterher. 1, 2 und 3. Nein, Kick out. Prade wieder auf den Beinen, wird mit einem Arm Drag gefangen, sehr schön. Elbow Drop wieder ausgewichen. Und was hat Prade jetzt hier vor? Prade hat Davoido auf den Backstabber, was? Signature von Prade direkt. Match geht noch nicht mal eine Minute. 1, 2 und Kickout von Davoido. Und jetzt hat Prade wieder vor, sein Knie zu zeigen. Das hat er das letzte Mal in der letzten Folge zum ersten Mal gezeigt. Schönes Knie durchgebracht. Direkt ins Cover. 1, 2 und... Oh Gott, war das knapp. Prade war kurz davor, sich den zweiten Sieg zu sichern. Was hat er jetzt Davoido hier vor? Ist egal, wird gekontert. Oh, sehr schön, Suplex. Konter von Davoido. Und er schickt jetzt hier Prade in die Ecke. Prade kontert. Strike wird gekontert von Davoido. Wieder die Kicks gegen die Beine. Und es folgt ein Suplex. Nein, folgt nicht. Prade kontert aus. Und jetzt setzt Prade nach. Es geht wieder nach oben. Wieder Backstabber. Direkt ins Cover. Diesmal Rope Break. Glück gehabt für Davoido. Und jetzt gibt es den Eggbreaker von Prade. Und zum zweiten Mal soll das Knie kommen. Prade erneut mit dem Knie gegen das Gesicht. Nein, Davoido weicht aus, glaube ich. Und kann jetzt hier direkt nachsetzen. Power Slam. Schnelles Match, was etwas verwirrend ist, muss ich zugeben. Davoido Double Stomp, Coup de Gras vom Top Rope kommt durch, kann hier Davoido sich den Sieg sichern. 2 und Prade kickt aus. Jetzt hat Davoido wieder ins Match gefunden, schickt Prade erstmal auf die Außenseite.
bearbeitet jetzt hier den Arm von Prayed. Double Stomp wird ausgewichen. Und Prayed bewegt sich direkt zurück in den Ring. Angekommen. Was haben die beiden jetzt vor? Prayed packt Davido an die Seile. Und jetzt gibt's die Strikes in den Rücken von Davido. Die Seile werden hier zum Vorteil genutzt. Prayed auf dem Top Rope. Das ist man nicht gewohnt. Elbow Drop vom Top Rope von Prayed. Das könnte es jetzt gewesen sein. Das könnte es jetzt gewesen sein. Oh. Davido kriegt in der letzten Sekunde die Schulter nach oben. Und jetzt ist Prayed sauer. Prayed schafft es, es nicht zu beenden. Turnbuckle wieder hier. Jetzt blockt er den Schlag von Davido, tritt hier einmal hinterher, nimmt ihn sich nach oben. Es gibt den Neckbreaker. Und Davido mit dem Fist ins Gesicht. Prayed jetzt am Bluten. Direkt ein paar Schläge hinterher. Und jetzt das Cover. Wie böse war dieser Schlag ins Gesicht für Prayed? Noch nicht böse genug. Kickout. Wieder mal ein sehr schöner Main Event. Was hat jetzt hier Dings vor? Oh, er geht auf die Beine wieder. Für Prayed geht's in die Ecke. Davido hat etwas vor, was ihm öfter schon den Sieg gebracht hat. Davido nimmt Anlauf. Missile Dropkick. Es geht ins Cover. 1, 2 und 3. Und Davido gewinnt nach dem Missile Dropkick. Was ein Match hier im Main Event. Und Davido sichert sich den zweiten Sieg. Und kann somit weiter die Spitze der Gruppe anführen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.